Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich möchte kurz drei Worte vorab sagen. Vielleicht werden es auch mehr als drei. Und zwar wird es jetzt gleich eine Wochendeko geben, die so ein bisschen mehr thematisiert, sage ich mal. Und die hatte ich schon abgefilmt, bevor wir uns entschieden haben. Also wir sind Dine vom Kanal Mondkalender, Daniela vom Kanal Danamas World und die liebe Uli vom Kanal Plan auf Papier hatten uns ja überlegt, dass es dieses Jahr wieder neue Themen für die Deko Together geben soll. Und ja, ich habe diese Deko zufällig eigentlich schon zum Thema Meer gemacht und habe mich jetzt dafür entschieden, dass das mein Beitrag zum Thema Seemannsgarn sein wird. Habe das aber im Video halt noch nicht gesagt, weil ich das Video gefilmt habe, bevor wir die Deko Together wieder ins Leben gerufen haben. Und es ist auch nicht die richtige Kalenderwoche. Aber egal, ich hoffe, das gilt trotzdem. Ich weiß auch noch nicht, also ich werde natürlich versuchen, zu jedem Thema zumindest eine Deko zu machen. Ob ich jedes Mal ein Video schaffe, weiß ich nicht. Und vielleicht würde ich schon, wenn ich ein Video mache, das vielleicht auch nicht unbedingt zur richtigen Kalenderwoche hinkriegen. Weil ich auch nicht weiß, ob ich die dann im Hobonichi oder im Filofax-Planer mache. Keine Ahnung. Also ich bemühe mich, aber ihr wisst, dass meine zeitlichen Ressourcen momentan begrenzt sind und ich jetzt gerade im Mai nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Deswegen gucken wir mal, das nur als kleines Gelaber vorab. Dass ihr euch nicht wundert, dass ich im Video nichts zur Deko Together sage. Und ja, wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit der Deko im Hobonichi. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück an meinem Schreibtisch. Ja, heute möchte ich euch mal wieder im Casin mitnehmen und habe gedacht, wir machen eine Wochendeko zusammen. Nachdem ich nach der letzten Wochendeko das Feedback bekommen habe, dass ich das doch gerne öfter machen kann, soll. ja, euer Wunsch ist mir Befehl. Und ja, ich habe mir hier thematisch so ein bisschen was schon mal rausgesucht. Denn ich war in dieser Woche auf einem Konzert von Santiano. Ja, ich oute mich, ich bin Fan. Ja, und weil das bei mir jetzt noch nicht so lange zurückliegt, wenn ich dieses Video hier aufnehme, bin ich noch so ein bisschen in Seefahrerstimmung, könnte man so sagen. Und ich weiß, dass wir beim letzten Mal zwar schon hier dieses Reisethema gemacht haben. Hier ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Ja, habe ich gedacht, wir können das jetzt trotzdem irgendwie nochmal machen. Und habe halt überlegt, jetzt hier dieses Meerestape zu verwenden und so ein bisschen so ein Meer-Seefahrer-Zeug hier zu machen. Und ja, ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Deswegen finde ich, machen wir das jetzt einfach mal. Ich habe dieses Tape auch ewig nicht benutzt, aber es ist das so schön. Ja, und ich finde tatsächlich halt den Gedanken immer ganz gut hier unten an den Rand so ein breiteres Tape zu kleben. Also ich habe hier tatsächlich seit der letzten Wochendeko, die wir zusammen gemacht haben, auch gar keine Wochendeko mehr gemacht, weil ja, aus Gründen. und habe deswegen gedacht, ich nutze jetzt die Chance, wo ich noch so ein bisschen in Stimmung bin und mache es mit euch zusammen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hier so draufgeklebt kriege. Achso, ich hatte. Mein Trick war, mir dieses Pencilboard hier drunter zu legen. Dann sieht man nämlich, wo die Seite zu Ende ist. Ich finde, dass wenn da so mehrere Seiten untereinander sind, dann sieht man das immer so schlecht. Muss mich kurz konzentrieren. So. Cutter. Okay, jetzt lege ich das mal kurz auf die andere Seite. Schwere Geburt hier. Ja,
Ich hatte in dem Zuge auch ein bisschen mit der lieben Nadine vom Kanal oder also Instagram-Kanal Dinas Desk geschrieben. Und sie macht ja auch so tolle Sachen im Kasseln. Das ist natürlich schief hier. Achso, ja, mit Finger darunter geht es erst recht schlecht. Och, Leute. Nein, jetzt ist es ganz verrutscht. Uff. So, aber jetzt muss ich hier nur noch die Kanten abschneiden. Das kann ich ja machen. Ihr seht, ist hier auch noch nichts eingetragen. Aber gut, das kommt noch. So, jetzt muss ich das hier mal kurz so machen, dass ihr das nicht seht. So, stimmt übrigens nicht. Ich habe hier ein Washi-Tape kleben auf der Rückseite. Das war nämlich auch in der Happy Mail, die mir Nadine geschickt hatte. Und ja, jetzt sieht das hier doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ich finde, es macht immer schon was, wenn hier die untere Seite so gefüllt ist. Und ja, ich habe hier noch so einen Flyer vom Konzert. Ich weiß nicht, ob ich den Schriftzug jetzt ausschneiden würde, aber ich habe gedacht, hier unten ist so ein Leuchtturmsymbol. Das kann ich irgendwie nehmen. Steht zwar das Bandlogo drin, aber das macht ja nichts. Ach nö, ich wollte diesen Leuchtturm hier auch benutzen. Ich habe aber noch einen Flyer. Möglicherweise bin ich rumgegangen und habe die Flyer von den Leuten eingesammelt, die sie nicht mitgenommen haben, damit ich hier genug Klebematerial habe. Ja, ist schon ein bisschen bescheuert, ne? Aber so sind wir. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sowas macht. Oder die im Restaurant immer zwei Visitenkarten mitnimmt, damit man die Vorder- und die Rückseite einkleben kann. Ja. Ganz schlau und so. Läuft die Kamera überhaupt? Ja. Gott sei Dank. Oh, es ist leider ganz schön dunkel heute. Hier ziehen auch immer mal so kleinere Regenschauer durch. Deswegen, ja, ich kann nicht versprechen, wie das so läuft mit dem Licht hier. So, wo passt denn der hin? Passt die hier oben in die Lücke? Ja, das könnte gerade so hinhauen. Wo ist denn eigentlich meine Stempelunterlage? Die hatte ich vorhin auch schon wieder irgendwo. Falsche Schublade. Na gut. Glaube, dann fange ich damit mal an. Ich habe auch überlegt, hier wieder ein paar Kreise hinzukleben, weil mir das beim letzten Mal eigentlich ganz gut gefallen hat und ich halt ja eigentlich so gar keine Kreise nehme sonst. Ja, diese Stempel hier finde ich auch extrem schön. Ich finde es nur extrem blöd, dass sie schwarzes Gummi haben, weil ich stempel ja eigentlich fast nur mit Schwarz. Und da sieht man halt null, ob hier jetzt irgendwelche Farbe drauf ist oder nicht. Also es wird jetzt hier echt wieder Risiko. Und gerade sollte es vielleicht auch werden, sonst sieht das blöder aus. Volle Konzentration hier am frühen Morgen, ey. Und mein Stuhl quietscht. Ich lieb's. Okay. Es hat geklappt. Und ich habe. Es ist natürlich schief geworden. Und hier innen ist ein Fleck. Naja, gut. Egal. Es hat geklappt. Was soll's. Was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall eigentlich irgendwie ein Mädel. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir da irgendwie was Passendes haben. Bei mir jetzt hier gerade natürlich dieses blaue La Dolce Vita Mädel ins Auge springt. Das könnte ja tatsächlich ganz gut passen. Das finde ich echt gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Windrys, die passen alle gar nicht so gut. Die hier sind alle mit Kaffee.
Ach nein, komm. Wir nehmen jetzt einfach die. Der erste Gedanke ist immer der richtige, oder wie war das? Glaube, das war ein Sample, was Ilka mir mal gegeben hat. Mich nicht alles täuscht. Huch. So, können wir da nicht gleich einen Kreis drunter kleben? Große Preisfrage. Ja, wie ihr seht, ist die Sticker-Sortierung hier immer noch nicht so wahnsinnig vorangeschritten. Es kann auch sein, dass sich jetzt das ein oder andere von den Videos vielleicht überschneidet, weil ja, ich bin gerade so ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich wahrscheinlich im Mai nicht so wahnsinnig viel Zeit haben werde. Und deswegen kann es sein, wenn ihr jetzt irgendwas seht, wo ich euch im letzten Video schon irgendwas anderes zugezeigt habe und ich so denke, so, hä? Das war doch letzte Woche noch anders. Dann liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass ja, das hier zeitlich in unterschiedlicher Reihenfolge entsteht. Also da dürft ihr euch nichts bei denken. Oh, das kann hier was noch tiefer. Ja, hier steht Dare to Dream. Und das passt ja vielleicht auch ganz gut. So, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Biber-Sticker mit Muscheln. Ja, hier sind welche. So. Ach so, und dann hatte ich auch noch, das hatte ich gefunden, gestern Abend, als ich im Cousin zugange war. Wo war das denn? Nee, hier sind die herbstlichen Geschichten. Hier. Hier sind nämlich auch so, die habe ich schon so viel benutzt. Ich glaube, da hatte ich 4 Sets oder so von. Hier sind auch so ganz viele Sachen drin mit, ja, hier sind irgendwie Möwen und so eine coole Laterne und alles Mögliche. Die sind halt auch schon total zerschnibbelt, aber macht nichts. Ja. Ich bin hier so ein bisschen. Wollte den hier eigentlich auch noch nehmen, aber ich glaube, der ist zu groß. Obwohl, der könnte hier noch. Ach. Komm, warum nicht? Ja, hier ist tatsächlich halt gar nicht so viel Platz immer. Also, Nadine hat mir schon noch ein paar Tipps gegeben, wie sie was hinschreibt, damit sie mehr Platz zum Dekorieren hat. Ah, und den Stempel hatte ich hier auch gekürzt, wie man sieht. Aber irgendwie, ich fühle mich eigentlich ganz wohl damit, das so einzutragen, wie es ist. Also, ach, ich weiß auch nicht, Leute. Ich denke auch schon fleißig über Planerpläne fürs nächste Jahr nach. Mal sehen. Ich meine, ja, wir haben bei mir zumindest jetzt April. Da finde ich es noch nicht so gerechtfertigt, über das nächste Jahr nachzudenken. So, und der Stempel hat gut geklappt. Okay, dann haben wir hier noch ein Bötchen. Das würde hier unten doch prima hinpassen. Tatsächlich bin ich mehr das Bergekind als das Meerkind, aber gerade wäre mir urlaubstechnisch so alles recht. Sehr schön, wunderbar. Der Stuhl knarzt. Traumhaft. Das hier ist übrigens abgeklebt, ne? Also das habe ich jetzt vorhin nicht extra erwähnt, aber ich dachte, das wäre eigentlich klar. So, hier habe ich jetzt noch ein Tape. Also ich finde auch die Irina vom Kanal Calendula. Die macht auch so coole Wochendekos hier im Coven. Das finde ich immer so. Oh, ich weiß auch nicht. Kriegt das irgendwie nicht so hin. Und sie reißt immer das Tape mit dem Lineal ab. Das finde ich auch eine gute Idee. Das klaue ich mir jetzt gleich mal. Oh Gott. Ja doch, hat geklappt. Ha, guckt mal.
können wir das hier unten nochmal aufgreifen. Vielleicht aber ohne das Flugzeug. Das passt jetzt hier nicht so gut. Ja, und tatsächlich sind wir auch so ein bisschen, ja, noch nicht so richtig dabei, unseren Urlaub zu planen für dieses Jahr. Und wir werden auch unseren Sommerurlaub so ein bisschen in den Spätsommer-Herbst verlegen. Irgendwie habe ich mich voll geschmiert. Auch schön. Ja, weil ich ja einfach bis August mindestens mit meiner Masterarbeit beschäftigt sein werde und ja, dann so Richtung Ende August auch auf der Arbeit keinen Urlaub nehmen kann. Und von daher werden wir dann wahrscheinlich erst so Richtung September, Oktober Urlaub haben und Urlaub machen. Und ja, wir überlegen tatsächlich ganz stark in diesem Jahr eine Fernreise zu machen. Und das wäre natürlich mega cool, wenn das klappt. Also ich zumindest bin für meinen Teil noch nie aus Europa rausgekommen. Und ja, das würde ich schon, wäre schon mega cool, wenn das so klappen würde. Und das wäre halt auch, ich sag mal so, als Belohnung zum Ende der Masterarbeit, wenn man sich dann so eine große Reise gönnt zum Abschluss. Das, ja, wäre schon ziemlich arg cool, muss ich sagen, wenn das klappen würde. Also, ja, ich werde euch sicherlich berichten, ob und wo es dann hingeht. Also ob steht, glaube ich, außer Frage, weil ja, das ist einfach dran. So. Also irgendwie gefällt mir das mit den Kreisen und dann mit so einer Muschel darüber. Das hat mir beim letzten Mal schon so gut gefallen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so weiter. Und die Biber-Sticker sind natürlich auch einfach mega dafür, ne? Ich habe hier noch ein Boot. Das könnte man vielleicht hier noch fahren lassen. So. Ja, und ansonsten kann ich euch auch nicht so viel berichten. Also ich beiß mich so durch. Es wird alles irgendwie laufen. Ich weiß noch nicht wie und ja, aber ich mache das schon. Ich versuche hier Optimismus zu verbreiten. Ja, hier ist gar kein Platz mehr. Okay, vielleicht mache ich mich jetzt mal an diese Rub-Ons. Ach, ich wollte den Leuchtturm, den wollte ich ja eigentlich irgendwo hinkleben. Kleben wir den vielleicht dahin. Und hier hatte ich ja noch einen. Ich hatte mir die hier so schon hingelegt und dann irgendwas anderes drüber gepackt. Oh, es tut mir leid, dass dieser Stuhl so knarrt. Unglaublich. So sind mir die eigentlich ein bisschen nah beieinander. So vielleicht. Ich gucke erstmal mit dem Rest, was wir hier noch so haben. Also hier sind Möwen. Die könnten doch hier so sturzflugmäßig irgendwie hin. Ja, hier sind jetzt noch so ganz viele Reste. Ja, ich habe die echt schon aufgebraucht. Ah, hier ist ein Steuerrad. Das ist doch ja wohl auch perfekt. So. Das könnte doch hier hinpassen. Ja, jetzt hatte ich halt gedacht, irgendwie dieses Fernrohr noch. Aber das passt hier nicht hin. Zu groß. Aber hier steht Sky Mountain Ocean. Bis auf die Mountains passt das zumindest auch. Könnte ich hier hin. Find your way. Haben wir das hier noch irgendwo? Nee. Ich glaube, es gibt hiervon auch ein Tape. Ach, hier ist noch so eine geile Landkarte. Ist auch eigentlich zu fett. Ich brauche irgendwie viel mehr kleinteilige Sachen. Zumindest hier für die Wochendekos. Naja, ist auch egal. Ich habe so viel Zeug. Das ist unfassbar. Find your way. Machen wir jetzt hier hin.
Ach so, dann, das ist mir eben noch hier so ins Auge gefallen. Ich habe hier noch ein Sample mit so Kreisen, mit so Blasen. Vielleicht können wir das noch verwenden. Ich schneide mir hier mal so ein Stück ab. Sag ich auch schon ewig. Da gab es mal so einen Sample-Shop auf Instagram. Ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Irgendwie aus Frankreich war der. Und die hatte immer so ganz coole Sample-Geschichten verkauft. Und da hatte ich das, glaube ich, mal her. Hier ist meine Schnipseltasse. Ja, muss ich mir noch einen coolen Titel hierfür überlegen. Und ja, da muss ich mal gucken, ob wir das öfter machen. Es hat natürlich den Vorteil, dass dann mein Cousin dekoriert ist. Und ja, ich hier nicht noch extra. Also diese Beschriftungsaktion im Filofax kostet halt auch immer so ein bisschen Zeit und Aufwand, auch mit Schneiden hinterher. Das hier ist natürlich ein sehr schneiderfreundliches Video. Weil, ja, das kann ich einfach in 1 abfilmen und hochladen. Und dann ist gut. Kleber haben wir hier. Genau, also ich weiß irgendwie jetzt gar nicht so richtig, was ich euch erzählen kann. Von daher klebe ich mich jetzt hier so vor mich hin. Hier ist noch was zum Aufklebern. Und ja, wie gesagt, Planerpläne für nächstes Jahr kann man im April ja schon mal machen. Hashtag nicht. Aber da gucken wir einfach. Zu gegebener Zeit werden wir uns wieder darüber unterhalten. Und ich muss ja auch tatsächlich sagen, ich meine, wir haben. Ich überlege gerade, wann diese ganzen Pre-Order-Geschichten für Sterling Ink losgingen. Ich glaube, das war tatsächlich letztes Jahr schon im Juli oder so. Kann das sein? Also ich hatte ja selber nicht bei Sterling Ink bestellt, aber ich erinnere mich, dass das irgendwie extrem früh war. Und das ist, glaube ich, auch über Discord ging, wo sich einige ja nicht darüber aufgeregt hatten, aber so halt so, ja, so früh. Wie soll ich denn im Juli schon wissen, was ich nächstes Jahr für einen Planer haben will? Ja, also mal gucken, vielleicht ergibt sich ja dann das ein oder andere. Und ich meine, wann ist Hobonichi Release? Ende August, glaube ich, ne? Oder Anfang September? Weiß ich auch nicht. Ich bin da ja auch nicht so im Game. aber das könnte schon. Ja, von daher ist es doch alles gar nicht mehr so lange. Mensch. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich hier noch was von dieser Landkarte haben will. Ich versuche das jetzt hier auch mal mit dieser Reistechnik. Das klappt tatsächlich ziemlich gut. Dieser Stuhl, ne? Es tut mir leid. Ach, mir fällt was ein, was ich noch habe. Fragt sich nur, wo? Ach, guck mal, hier sind noch Fische. Jetzt suche ich ein bestimmtes Tape, ein ganz dünnes. Ach, hier. Das ist ein Landkartentape. Wartet. Das. Passt doch jetzt hier auch noch gut hin. Guck mal, das kann ich hier an die Seite kleben. Möglichst ohne euch meine Birne ins Bild zu halten. Ich hätte mir das Pencilboard wieder unterlegen sollen. Wo ist es? Hier. Das ist ein Tape von Alexandra Renke mal gewesen. Oh, ich habe die Seite mit durchgeschnitten. Scheiße.
Das habe ich mir, glaube ich, letztes Jahr auf der Kreativa gekauft, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt geben wir hier aber nochmal so richtig Gas. So. Vielleicht kann ich jetzt hier wieder das Lineal verwenden. Weil ich nicht weiß, ob das mit so einem kleinen hier auch geht. Naja, es ging so. Es ging so. Das ging besser. So, kriegen wir das noch irgendwo hin? Oh Gott, das wird jetzt hier auch unendlich voll. Pinselboard. So viele Kreise habe ich auch nicht benutzt. Also in der anderen Deko hat es irgendwie besser funktioniert, aber ich glaube, da hatte ich irgendwie auch mehr Platz. So insgesamt, mich nicht alles täuscht. Okay. Ist schief aufgeklebt. Vielleicht passt hier von diesem so ein Fisch aber irgendwie noch dazwischen in so eine Lücke. Ich glaube, dass das hier mein Tape von Sostrene Grene war. Mich nicht alles täuscht. Boah, das geht wirklich gut, dieser Linealtrick. Das sollte ich mir vielleicht öfter mal angewöhnen. Hier passt auch noch einer hin. Okay, wir haben nur dem anderen Fisch da drüben die Nase etwas angerissen. Naja, er wird es überleben. So. Und jetzt passt hier noch einer hin. Boah. Dann haben wir alle drei benutzt. Mehr Fische gibt das Tape dann noch nicht her. So. Zack. Okay. Ach so, jetzt hatte ich mir hier diese Kreise ausgeschnitten und habe sie gar nicht benutzt. Ja, ausgeschnitten habe ich sie noch nicht mal. Ich weiß auch gar nicht, das ist irgendwie so ein sehr festes Tape. Ob das so. Hat das überhaupt eine Trägerfolie? Ich habe das, wie gesagt, 1000 Jahre nicht benutzt. Ah doch, aber es ist irgendwie so sehr fest. Und der Schnibbel geht nicht von meinem Finger ab. So. Ja, ich verteile jetzt hier einfach noch so ein paar Blubberblasen. Das passt doch auch zum Meer, oder? Ich habe noch echt einfach gar keinen Platz mehr. Dabei klebt jetzt noch gar nicht so viel. Also ich glaube, in der anderen Deko hat mir echt viel mehr reingeklebt, aber es kann gut sein, dadurch, dass ich jede freie Minute an der These sitze momentan, dass hier einfach halt viel mehr Einträge sind. Und allein dieser Tag, ihr seht es ja, war arbeitstechnisch die allerletzte Katastrophe. So, mal wieder so ein 10-Stunden-Tag. Das sind eigentlich diese Tage, die ich momentan so gar nicht gebrauchen kann. Aber ja. Ich will mich jetzt nicht darüber aufregen. Es ist Vergangenheit und ich hoffe, dass es in der Zukunft jetzt nicht mehr oder wenn nur noch sehr selten vorkommt, sowas. Das war nämlich echt schon. Ach. Andere Geschichte. Ja, und dann habt ihr es ja auch gleich geschafft, würde ich sagen. Also, irgendwie, also ich tue mich halt schon ein bisschen schwer damit. Also ich weiß, dass es Uli ja auch so geht, zumindest was die Wochendekos angeht. Alles andere, also die Tagesseiten, habe ich mich tatsächlich so ganz gut ja, zurechtgefunden irgendwie. Also es gibt da auch natürlich Seiten, die mir besser gefallen als andere. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber ja. Keine Ahnung, das hier sieht jetzt gerade doch sehr zusammengewürfelt aus. Es hat beim letzten Mal echt irgendwie besser geklappt. Naja, ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu dalassen. Und ich glaube, ich habe jetzt hier wirklich keinen Platz mehr. Und ja, ich glaube, ich belasse es dabei, bevor es hier noch verrückter wird. Und ja, ich würde jetzt hier mal den Schreibtisch aufräumen und mich wieder an meine These setzen. Yippie! Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche.
Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.